Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Es ist wieder Schnickschnackzeit. Schnickschnack! Yay! So. Nein. Ja, der Affe ist immer dabei. Der Affe, der Affe. Der Affe. Ah. Oh mein Gott, jetzt muss er schon hier werden. Ich sag dir. Ich bin so aufgeregt. Also ich bin so dermaßen aufgeregt. Du hast gelernt, dass man die ganzen Hurensöhne auf nur beschimpfen soll, damit man lustig und real ist. Ich habe gelernt, man muss total überhyped sein. Ja, das stimmt. Also wenn auf YouTube wenn du erfolgreich sein willst, gibt es zwei Methoden. Entweder bist du der voll krasse Motherfucker, rufst behindert, Wichser, Arschloch, haha, witzig. Oder du bist einfach nur, oh mein Gott, das ist geil. Oh Gott, oh, die Post kommt. So eine Art. Oh, das letzte Video war so gut. Da ist also so viel passiert. Ganz ehrlich, das nächste Video wird euch flashen. Das ist das aber Beste. Oh, geil. Fuck me! Ja, wir machen jetzt Schnickschnack. Ja. Das ist fast so gut wie das alles. Denn... Und fast. David. Ja, Christian. Du kennst das ja sicher. Du stehst morgens auf, guckst auf die Uhr und denkst dir, wie geil wäre das, wenn ich erstmal ausrechnen müsste, wie spät es ist. Immer gerne. Immer Meine gerne. Meine binäre Uhr ist... gerade letztens runtergefallen, also ich brauche eine neue. Ja, das ist es. Das ist die Uhr, die du gesucht hast. Albert heißt sie. It's a clock. You need to calculate the time. Top line the hours, bottom line the minutes. Und da steht er und zeigt jetzt seine tolle Uhr. Ich meine, so rein optisch ist sie ja vollkommen okay. Ja, aber ich glaube, das Letzte, was ich morgens will, ist rechnen müssen. Ich kann einfach nicht. Ich will das nicht. Kennst du das, wenn hier im Wecker so Smartphones haben immer auf eingebaut, dass du, wenn der Wecker klingelt, dass du sowas wie eine Rechenaufgabe lösen musst oder so ein Kram, damit du aus dem Bett kommst? Ja, damit er aufhört. Das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Das hat mich so aggressiv gemacht. Ich konnte einfach nicht. Und guck mal, sind sogar so schwere Aufgaben. Geteilt oder durch eins? Wer macht sowas? Durch eins, ja, das ist nun wirklich extrem schwer, also. Und das, ich meine, das musst du ja eigentlich mütlich dann ändern, die Rechenaufgaben. Stell dir mal vor, du bist da voll mittendrin und so müde und denkst dir, oh Gott, das plus geteilt, okay, Stunde ist richtig. Und dann, bam, nächste Minute. Nächste Minute und die Rechnung ist dann wieder anders und dann bist du voll traurig. Ja. Oh, er ist mit seinem Skateboard hingefallen, haha. Haha, was? Ja, Setting Time, siehst du hier. Immerhin, das Uhr einstellen ist keine Rechnung. Das ist doch schon mal ein Anfang. Cool. Ne? Hier, ganze Minuten. Geil. Wow. Ich glaube, wird die einfach nur die verdammte Zeit anzeigen, dann wäre ich sehr viel glücklicher mit diesem Gerät. Kann die das? Ah, okay, man kann diese Uhr, die normale Man kann minütlich Zeit einstellen, wie die Rechnung geändert werden soll. Das ist okay. Bam. 7 minus 3. 4. Bam. 4 Uhr. Wahnsinn. Ja, Schwierigkeitsgrad einstellen. Nein, für 1 Euro kriegst du die Albert-App. Endlich. Endlich kann ich die Uhr in eine Applikation durch eine Matheaufgabe lesen. Geil. Fuck. Wahnsinn. Ja. Wie teuer soll denn der Spaß sein? Für 1 Euro kriegst du die App. Das ist doch toll. 97 Leute wollten die App. Leben in der falschen Welt. Albert App. Be the first to get your brains on Albert on the smartphone. This is the Albert App. Ja, das ist 10. 120. Was? Aber sind alle weg. 140. Ja. Und du kriegst, immerhin kriegst du die Albert App auch dazu, ne? Also das hätte mich jetzt auch schon gefrustet. Ja, 120 Euro für eine verdammte Uhr, die einfach eine Matheaufgabe anzeigt. Und vor allen Dingen ist das 100 Euro unter dem Retailpreis. Wie stellen die sich das denn vor? Die soll 200 fucking 40 Euro kosten. 240 Euro. 240 Euro für eine verdammte Uhr. Eine verdammte Uhr. Aber sie ist groß. Aber sie ist groß. Also ich, wie gesagt, würde sie einfach nur mal die Uhrzeit anzeigen. Da würde ich aber auch nicht 240 Euro dafür ausgeben. Tatsächlich würde ich bedeuten, dass die maximal 50 Euro in der Entwicklung kostet. So in der Herstellung und... Mehr als 70 Euro schon fast eine Frechheit für dieses Teil ist.
Aber, okay. Aber da muss ja auch erstmal Mathematiker davor gesessen haben und ausgerechnet haben, ob das dann auch wirklich stimmt. Nicht, dass du dann, ne, hier, wenn dann Rechenfehler drin ist und so und du dann zu spät zur Arbeit kommst, dann kannst du ja nicht sagen, hier, Albert Einstein hat sich verkackt. Ja. Sondern, okay. Ich hatte gerade Angst. Der eine heißt Fred und der andere heißt Axel. Ich hatte schon Angst, dass das jetzt hier wieder, ne, dass wir uns wieder lustig machen über Namen und dann kommt irgendwie so Albert Gate oder so ein Scheiß. Hocken wir da wieder. Wie unsere History mit Schnickschnack. Hm. Aber okay. Hm. Ja, ich würde sagen. Du bist bei Crosscode, ne? Psst. Wie ich dafür sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Projekt. So, Vortex! Robotic Toy Reinvented. Mal das Video an. So, da haben wir hier Darth Kind. Und dann macht er gar nicht an die VW-Werbung. Und dann jetzt funktioniert gar nichts. Auch dann kommt da sein Smart and Responsive Robot Buddy. Hui. Der halt nur funktioniert übers Handy und dadurch so smart ist wie ein Stück Scheiße. Halt so smart wie die Person, die ihn bedient übers Handy. Genau, genau so smart ist es. Ja. Und da ist er, Saiwazu. Okay. Ja, er kann sich drehen, er kann fahren. Er kann fahren, er kann leuchten. Ich finde, die Steuerung wieder fährt, ist bestimmt ein bisschen umständlich, weil es immer so ist, wenn es mit Touchscreen geht. Kennst du diese komischen Autosteuerungen, die es auch gibt? Die ganz komisch dann sind? Ja. Warum gibt es sowas? Warum nicht einfach ganz normal drehen und Gas geben? Ich verstehe es mal nicht. Hm. Ja, was kann das Ding denn jetzt, außer dass es das pumpen und. Das ist einfach. Ich glaube, es ist ein Katzenspielzeug. Deswegen spielen es auch Kinder. Guck, jetzt kannst du Virtual Reality Spiele damit spielen, weil da so ein QR-Code oben drauf klebt. Wahnsinn. Das kann ich auf meinen verfickten Staubsaugerroboter drauf klatschen. Das klappt dann auch. Du hast einen Staubsaugerroboter? Ich hatte mal einen. Der ist jetzt bei meiner Ex. Achso. Ich hab 4 verloren. Vor allem mein Staubsaugerroboter und mein Fernseher und eine ganze Küche. Naja. Guck, kannst du da Spiele mitmachen, weil anscheinend die Kamera unten begreift, wenn er über bestimmte Muster fährt. Aber du kannst sie programmieren. Geil. Da bist du jetzt ja auf dem Stand von Lego-Roboter von vor 15 Jahren. Mensch. Ja, die waren cool. Die waren wirklich cool, aber die konnten, glaube ich, auch ein bisschen mehr als dieses Teil. Vor allem konntest du auch selbst zusammenbauen und die einzelnen Module sozusagen dahin knallen, wo du sie haben möchtest und nicht einfach nur ein etwas. Guck, programmieren kannst du es. Nein, doch nicht. Ich glaube, war das nur ein Beispiel? Ich hab den Ton nicht an. Ich hab keine Ahnung, was sie von mir wollen. Die sind natürlich wieder super vorbereitet. Vortex Code. Was steht denn hier so? Bumping Fight. Ne? Was gibt's Geileres, als zwei Roboter einander bumpen zu lassen? Bump Fight? Ne, das war was anderes. What? Virtual Golf. Nee. Kannst du mit dem Typen Golf spielen? Du musst ihn in ein Loch fahren lassen. Genau. Hey. Also eigentlich eher auf so ein Dingsbums mit Muster, weil anscheinend kann das Ding Schwarz-Weiß-Muster erkennen. Das ist so. Ja. Driving. Immerhin, ich glaube. Und Roboterfußball. Hey. Ja, ganz ehrlich, das Ding alles absolut katastrophal mit dieser Handysteuerung. Kinder werden damit weniger Spaß haben, als wenn sie einfach nur eine verdammte Fernbedienung in der Hand haben dürfen. Jetzt kommen wir da über Arduino. Siehst du, das ist wieder Arduino-Dingsbums-Zeug. Kannst programmieren. Mal sehen. So, was haben wir denn? It can see and speak by using infrared and grayscale and sound speakers. Immerhin! Das heißt, vielleicht können da clevere Menschen irgendwas machen, was sinnvoller ist als. Ich meine, wenn das Ding auf so einer Linie fahren könnte, dann könntest du vielleicht ein Tablett oben drauf knallen, dann kannst du mir mal trinken bringen oder so. Das hätte wäre so eine Möglichkeit. Aber dann musst du ihn ja auch steuern für. Ich meine, das ist doch auch scheiße. Naja, wenn du ihn programmierst, dass er auf dieser Linie fahren kann, dann würdest du eine Linie durch deine Wohnung ziehen. Und dann ist natürlich die Frage, wer stellt die Getränke auf das Tablett? Wer macht die Getränke? Dafür musst du einen anderen Roboter holen. Ja. What makes Vortex so special? Dann kannst du Spiele spielen. Be creative, an event, Wahnsinn. Komm, man kann bestimmen, wie er aussehen soll. Oh, es ist aber Open Source, also angeblich sollst du damit entwickeln können. Ja, meine ich ja, du kannst ja so eigene Sachen dafür entwickeln. Ja. Kannst halt. A Tank, genau, das ist das Wichtigste. Du kannst 32 verschiedene Eye Expressions nutzen. Immerhin ist es Bluetooth. Das gibt mir die Hoffnung, dass man es dann sozusagen auch über einen PC und so alles machen kann. Oder dass ich mir sozusagen eine Bluetooth-Steuerung selbst bastel. So, wenn ich jetzt so ein Techniker wäre, wäre es bestimmt überhaupt kein Problem. Ich habe keine Ahnung von sowas, aber
Wer ein Techniker ist, der könnte einfach ein Bluetooth-Modul nehmen, so ein Arduino-Chip und darauf irgendwas programmieren, dass das Teil mit dem Teil kommuniziert und kannst du wahrscheinlich echte Knöpfe verwenden. Das wäre geil. Dann würde ich das unterstützen. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll, aber ja. Guck mal, es kann Temperatur messen. Es kann Geschwindigkeit. Ja, damit kannst du es aufrüsten, aber das ist ja noch nicht... Oh, stimmt. Expandability. Ah. Ja. Okay. Gut, also es ist auf jeden Fall modularer angelegt, wahrscheinlich als irgendwas anderes, aber irgendwie so richtig erschließt sich mir... Ich muss mal sagen, für $129 ist das gar nicht so teuer. Wobei, Vortex Single Pack, One Vortex with Sticker Set in Golf Set kostet ja, $70. Genau, also $70 für ein und für zwei für 130. Das ist gar nicht so blöd. Wenn man Fußball spielen kann. Ja. Family Pack, Party Pack, Soccer Pack, Rugby Pack, Ultra Pack, Monster Pack. Kann Wer auch. Braucht denn 10 von den Teilen? Ja, die Frage ist, warum solltest du nicht 10 von den Teilen brauchen? So eine kleine Robo-Armee bauen und dann spielen wir Terminator 2 nach. Oh, so doof es auch klingt, aber jetzt will ich das machen. Fahren die so an mit ihren glücklichen Augen. Skynet übernimmt die Welt. Bumpen die ineinander rein und können einfach nichts kippen. Plopp. sehr bedrohlich. Aber sie können nur an schwarzen Linien langfahren. Ja, das ist natürlich das Problem an Skynet. Da hat Skynet nicht drüber nachgedacht, als es selbst-conscious wurde. So Scheiß. Ja, ist preislich okay, würde ich sagen. Mein Gott. Also für einen kleinen Spielkram, ich hätte jetzt eigentlich mit so 250 oder so einen Scheiß erwartet für eins. Ja. Moment, das sind Pfund. Sind das Pfund? Das sind also, Pfund. Ist das unten Dollar? Dollar gewesen. Weil wenn ich da oben gucke, ist das Pfund. Ja, und unten ist Dollar. Ah, okay, es sind, also die Dollarpreise sind auch schon umgerechnet. Okay, 45 Pfund und so ein Spaß, alles klar. Ja, ja. Okay, in Oktober kommen wir schon raus. Ne? Ja. Wozu brauchen wir einen Kickstarter? Egal. Zum nächsten. Remix Mini, the world's first true Android PC. Also, wolltest du nicht schon immer mal einen Android-PC haben? Ja, total. The way we think. Guck mal, hat er bestimmt hier so ein Template gekauft für After Effects. Ja. Naja? Könnte sieht der aus wie ein Template. Sein? Das muss ein Template sein. Das hat Nico bestimmt auch schon mal verwendet. Ja. Schon ein Brain of Sangerless. Und jetzt muss es reinfällen. So. Let's can be Less cost, more value. Less design, more functionality. Less wasteful, more sustainable. Less waiting, more doing. Less power, more performance. Moment, was? Das ergibt keinen Sinn. Less power im Sinne von Strom? Das ist alles sehr irritierend. Was ist denn für ein Fernseher? 4 zu 3 oder was? Bäh! Wah! Remix OS. Und dann hast du da dein mächtigen Windows. Wenn er dich hat. Ja. Toll. Endlich kann ich ein schlechtes Windows nach. Das ist so wie ein chinesisches Windows-Knockoff. Das ist so. Oh, das war das Video. Ja, das war ein Template, eindeutig. Ja, es ist der erste echte Android-PC. Alle davor, Faker, Hipster, möchte gerns. Aber das ist jetzt der erste echte Android-PC. 64-Bit. David, endlich ist die Zeit gekommen, wo wir mit Bits uns messen können. Mein Gott. GameCube, 128-Bit. Ist schon wieder 2010? Ne? Ja. Was? GameCube hat 128-Bit. Das heißt, das Ding ist damit schlechter als ein GameCube. Denn wie wir wissen, sind Bits das Wichtigste auf dieser Welt. Mhm. So, hier, frisst 60... Bitcoins? Nee. Your Mini, your choice. So, dann kannst du hier, ne? Kannst du hier entweder hier so ein... Was ist das? Was soll das mir sagen? Achso, man kann zwei verschiedene Varianten. 2 GB RAM, 16 GB Speicher. Mensch, was kann ich damit alles machen? So. 3 Filme draufladen. Okay, ist eine Custom-Version von Android Lollipop.
Das Ding ist ja, Android unterstützt ja schon immer eine Maus. Das wissen, glaube ich, gar nicht die meisten. Wenn du eine Maus an dein Handy ansteckst per USB-Adapter, hast du tatsächlich einen Mauscursor auf deinem Handy. Ja. Das ist eigentlich ziemlich cool und die meisten Spiele funktionieren auch damit. Gut, ich meine, haben wir auch inzwischen Controller. Naja, und vor allem die meisten Spiele sind mit Unity gemacht, also... Ja. Ich glaube, da ist es einfach von Anfang an mit drin, weil sie mein Mauszeiger da. Aber das heißt, so ein Android-PC an sich ist gar nicht so blöd, nur kommen dann die meisten dann wieder, kann man einen Emulator drauf spielen? Wo ich mal sage, eigentlich brauche ich keinen Emulator. Raspberry Pi auch. Ja, das kannst du mit allen. Also wenn ich meinen Emulator nutzen will, dann kann ich das eigentlich mit jedem verdammten Gerät dieser Welt machen. Also, ja. Also es ist jetzt eigentlich nichts Neues, außer dass da, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist das was Klassisches? Na, wird ja ein angepasstes Lollipop sein, ne? Ja, ist modifiziert ein wenig. Also Oberfläche wahrscheinlich gebastelt oder so. Keine Ahnung. Ich meine, Lollipop finde ich schon so als Betriebssystem schon ziemlich cool. So, aber ich meine, wenn du es auf dem Tablet hast, wenn du es auf dem Handy hast, was nützt es dir, es wirklich auf dem Fernseher zu haben? Ja gut, klar, kannst du es auch. Behaupten hier, dass Android weder Keyboard noch Maus supportet. Haben wir das rausgenommen? Das glaube ich nicht. Die alten Android-Versionen hatten das. Will ich nachher ausprobieren. Na gut, jetzt ist natürlich die wichtigste Frage. Wie teuer ist denn der Spaß? 20 Euro der kleinste. Was? Dollar. Ja. Also Early Bird. Was mit 1G. Okay, Early Bird. Also Early Bird, genau, und dann 30 Dollar der kleinste. Das wäre eigentlich schon witzig, so einen Teil sich zu holen, aber nur ein Video drüber zu machen für 40 Dollar. Remix Mini Combo. 1G plus 2G. Warum sollte ich denn eine schwächere Variante und eine stärkere Variante haben? Was ergibt das denn für einen Sinn? Du kannst ja sonst jemandem das Ding schenken. Warum soll ich das? Der nicht weiß, was er damit soll, aber. Fünf von diesen Dingern. Kannst wahrscheinlich in Reihe schalten, dann hast du ein bisschen mehr Speicher. Ich hab das Gefühl, das wird eine richtige ruckelige Kacke. Das hab ich so, Ich hab's in Urin. Ja, und wir will alle wissen, wenn etwas aus dem Urin kommt. Kann das nicht gut sein? Na ja, okay. Mein Problem ist halt immer nur, was mache ich mit dem Teil? Das Einzige, was ich darauf machen würde, ist sowas machen wie hier Amazon Prime TV und so einen Spaß drauf gucken, damit ich das halt schnell am Fernseher habe. Ja gut, aber ich meine, ich habe jetzt den Fire Stick für... Das ist halt das Ding. Der Fire Stick ist der eigentlich ziemlich geil für... Für 19 Euro, glaube ich, glaub 29, oder? 29. Gut, klar, da hast du natürlich jetzt die ganzen Lollipop-Funktionen nicht drauf, aber dafür halt so, ist schon halt eben auch, ich sag mal, wirklich für die Fernsehbedienung mit einer kleinen Fernbedienung irgendwie optimiert, ne? Und das hier ist, ich weiß jetzt nicht, wenn es wirklich als PC läuft, dann ist es ja tatsächlich eher... Wie schließe ich meine Maus da eigentlich an? Das ist nur eine Bluetooth-Maus wahrscheinlich, oder? Hat hinten noch USB. Achso, okay. Zwei USB, glaube ich. 2.0. Jetzt zwei ja. Brauchen wir auch mindestens. Genau. Und meistens, sonst kann ich ja meine Sachen nicht anschließen. Genau, und Micro-SD und HDMI und so. Also das ist eigentlich so das Übliche. Ich meine es jetzt nicht. Ja. So ein Ding, das müssen wir eigentlich mal ausprobieren, um es dann zu verfluchen, dass man es ausprobiert hat. Also wer für sowas halt irgendwie Verwendung hat... Das ist halt das Ding, was ich auch immer mit Tablets habe, wo ich mir denke, ich muss das Gerät erst haben, damit ich überhaupt weiß, was ich damit machen soll. Das haben natürlich die meisten das Problem. Die wollen es dann haben und denken sich dann, was mache ich jetzt damit? Ich surfe mal im Internet. Das ist sehr viel umständlicher und unangenehmer als am PC, aber... Ja. Klar, wer halt eben kein PC hat und nur so ein Philippans halt eben dann braucht, dann gut, klar. Meine englischen Verwandten haben das. Die haben kein PC, die haben tatsächlich nur Laptops. Tablets. Ja, ja. Aber die können, also die wollen auch nicht mit, also die können halt keine PCs nutzen, weil sie einfach keine Ahnung davon haben. Und ich glaube, dann sind Tablets gar nicht so blöd. Wenn du echt keine Ahnung von der Welt hast, dann nimmst du ein Tablet. Aber gut, kommen wir doch einfach zum letzten Projekt. Na gut. Great Unicorn Lamp! So. Ui. Gut, was soll ich dazu sagen? Regenbogen. Es ist ein Einhorn. Und es ist groß. Und es ist eine Lampe. Schmoko Incorporated. Ja. The Giant Unicorn Lamp. Ja, es ist eigentlich genau das. Es ist ein riesiges, sieht so albern aus. What? Du kannst doch echt niemanden damit ernst nehmen, wenn er sowas in seiner Wohnung stehen hat. Meine Güte.
Das ist doch Giant! Die haben halt nicht gelogen! Guck mal, es hat Multicolor Changing LED Lip! Ja, trotzdem ist es hässlich! Es ist unfassbar hässlich! Es ist auch voll unfassbar groß! Ja! Es ist so hässlich und so groß, dass es fast schon wieder gut ist. Da kannst du echt Leute mit ärgern, oder? Ich meine, die Kleine ist ja ganz nett, aber eigentlich auch nicht. Also als Scherzgeschenk zum Geburtstag selber, hier für dich! Okay. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, was für ein Schrott man bei dem großen schwedischen Möbelhaus quasi in der Form irgendwie kriegt, oder? Also ich meine, also diesen, ich sag mal, ganz böse, diesen ganzen China-Schrott. Ja. Da kannst du dich ja teilweise mit tot schmeißen für einen Euro oder was weiß ich was. Und wie teuer soll das hier jetzt sein? 90? Nee, Moment. Ach, ich war falsch. Mini. 15 Early Bird. 85 Early Bird. Ja. Also, die Mini kostet $15. Und wenn du 100 machst, kriegst du eine große und eine kleine. Mein Gott, sind die hässlich. Das ist also echt unfassbar. Oh, für 270 kriegst du auch noch hier Magicorn Hoodie. Uiuiui. Yeah. Und wann kriege ich diese komischen Walschlupper mit USB? Die Walschlupper kriegst du also ab 180. Ach, ja, 180 kriegst du. Aber was ist denn der Unterschied? Achso, bei 180 kriegst du noch. Da kriegst du zwei große und drei kleine. Ja. Und den Rucksack und den Hoodie und die. Und für 900 kriegst du 10 Giant Unicorn. Den würde ich auch gerne sofort in die Psychiatrie einweisen, glaube ich, der sich das bestellt. Ich würde einfach einen Kreis aus diesen 10 Giant Unicorns machen, davon ein YouTube-Video machen, einfach nur wie ich da rumsitze und dann wie besessen und her spacke. Das ist mein Kanalkonzept. Komm jetzt ins Netzwerk. Ich meine, alleine auch auf den Bildern, die Lichtverteilung ist doch. Also ich meine, wer hat sich das ausgedacht? Der Kopf ist ja völlig unbeleuchtet. Ja, das sieht total furchtbar aus. Das sieht auch einfach total. Also wer sowas Konzept? Ja, es ist einfach richtig schlecht. Also kein Wunder, dass die irgendwie zusätzlich ihre USB-gewärmten Füßchen da schlappen. Ja, die wollte wahrscheinlich auch keiner haben. Gleich alles damit reinpacken. Ja, das Verkauf bei Smoko Inc. Smoko. Ja, ja. Nehme ich, will ich haben. Meins. So schlimm. David. Christian. Von den heutigen Erfindungen, die alle natürlich revolutionär sind. Unicorn. Was würdest du denn nehmen? Nimmst du Albert? Nimmst du Vortex? Oder nimmst du Remix Mini? Weil das Unicorn können wir doch ausschließen. Ja, also ich glaube tatsächlich den Vortex. Also, weil kann man ja wenigstens was mitmachen. Und ich meine, preis-leistungsmäßig, wenn er denn so funktioniert und das vielleicht mal auch eine vernünftige Steuerung noch programmieren sich lassen kann, dann eher den. Ist bestimmt ganz nett. Wie gesagt, die Idee mit dem Tablett oben drauf und dann. Dass er seine Drinks bringt. Ihr Drinks, Sir! Kommt dann aus den Speakern raus. Bei der Optik klingt das wahrscheinlich auch ziemlich blechern. Ja, das ist wahrscheinlich so. Mindestens. Ne? Kannst du noch bei Pokémon, in Pokémon Gelb, wo am Anfang an den Titelbildschirm Pikachu gesagt hat, genauso wird das klingt. Genau so wird das klingen. Genau so und nicht anders. Na gut, ich würde sagen, ich nehme den Remix Mini, weil der ist am günstigsten. Da habe ich nicht so großen Verlust. Ja, aber ich habe hier, wie gesagt, so viel Kram schon, was man irgendwo ranstecken und rein und Betriebssystem und. Ja, nee. Ja.
Natürlich geht die Frage auch an euch. Was würdet ihr denn gerne backen? Und was, ich meine, würdet ihr, ich meine, komm, das, guckt euch das an. Das ist, die Schnauze hier ist nicht mehr wirklich beleuchtet. Das ist ziemlich hässlich. Das sieht einfach nur, das sieht aus wie so ein Shader, der irgendwie falsch gegangen ist. Oder so ein Tool-Shader, der einfach nicht richtig ist oder sowas. Also auf einigen Bildern sieht es wenigstens so aus, als hätte er irgendwie ein T-Shirt an oder irgendwie sowas. Ich meine, das Ding ist, an einigen Bildern ist er so überleuchtet, dass man nicht erkennt, dass er überhaupt Arme und so hat. Und bei den anderen sieht es halt aus, als wenn die Nase einfach nicht beleuchtet wird. Das ist ja. Halt die Schnauze. Es gibt ja auch dieses lustige Bild, wo die Funzel in seinem Popo steckt quasi. Ja, dann weiß Bescheid, ne? Da ja, ist sie. Ja. Wäre sie mal ein bisschen weiter oben. Ja, ja. Und nicht direkt im Hintern. Ja. Aber gut, das war's. Danke fürs Zusehen. Beste Video ever. Bestes Video ever. Bis zum nächsten Mal.